Die Universität Freiburg gestaltet einen kulturellen Wandel. Sie organisiert ihre Verwaltung neu, um Forschung, Lehre und Wissenstransfer weiterhin zu unterstützen und sich für Aufgaben der Zukunft zu wappnen, wie zum Beispiel die Digitalisierung. Los geht es mit der Einführung elektronischer Rechnungen. Diese sogenannten E-Rechnungen sollen das Personal der zentralen Verwaltung und der Fakultäten entlasten. Martina Mui leitet die Kasse der Universität. Mit der E-Rechnung wird sich alles verändern. Wir bekommen dann eine Rechnung im elektronischen Format und können die dann ohne Medienbruch verarbeiten. Das heißt, es muss keiner mehr abtippen. Eine Veränderung ist auch das digitale Archiv. Diese Ordner hier werden dann weniger werden. Und es ist ja nicht der einzige Raum, wo wir Papierordner und Belege aufbewahren müssen für unsere 10 Jahre Aufbewahrungspflicht. Die E-Rechnungen sind ein Vorhaben von vielen, die die Connected Services umsetzen wollen. Das ist die Initiative, mit der die Universitätsleitung Veränderungsprozesse anstoßen wird. Und zwar gemeinsam im Dialog mit allen Mitarbeitenden. Rainer Fuß hat die Methode erarbeitet, nach der die Veränderungsprozesse ablaufen. Das 5-Phasen-Modell für Veränderungsprozesse wurde extra für die Universität Freiburg von uns entwickelt, um Veränderungsprozesse sowohl in der Verwaltung als auch in der Technik oder in anderen Projektbereichen zu unterstützen. Wir haben dafür eine Anleitung und auch einen Plan, der die Veränderungsprozesse visualisiert und hier über die Bereiche Auftrag, Projektplan, Bearbeitung, Pilotierung bis hin zum Rollout 5 Phasen abbildet. Eine Blaupause, die Menschen an der Universität künftig über alle Hierarchien hinweg im Arbeitsalltag verbindet. Walter Willare sorgt dafür, dass dabei jeder gehört wird. Ziel unseres Projekts Connected Services ist, möglichst viele Mitglieder der Universität abzuholen, aus den verschiedenen Statusgruppen, aus den verschiedenen Fakultäten, aus den verschiedenen Bereichen. Dies soll gelingen durch verstärkte Zusammenarbeit in Projektteams. Als Auftakt kommen wir jetzt zum Bereich der E-Rechnung. Ein großer Erfolg, dass über 50 Personen aus der Universität, aus allen Bereichen, aus allen Statusgruppen sich gemeldet haben und sagen, wir wollen den Prozess begleiten. Wir wollen da versuchen, den bestmöglichen Erfolg zu erreichen. Schon 2020 sollen die ersten Ergebnisse im Arbeitsalltag angekommen sein. Den kompletten Prozess will die Universität in den nächsten 5 Jahren nach und nach verwirklichen.